Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit euch wieder. Wir haben Finanzfragen Volume 6, wenn es mich nicht täuscht. Und danke vielmals für all die Fragen, die hier eingereicht worden sind. Ich muss nicht mal mehr einen Aufruf machen, das ist mega cool, danke vielmals. Aber für die, die wir gleich eine Frage einreichen in Zukunft, auf der Nummer 076 824 72 42 könnt ihr mir die als WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Und es ist wirklich wichtig, es muss eine Sprachnachricht sein, weil sonst kann ich es in deinen Audio-Podcast einbauen. Es geht einfach nicht anders. Und wenn ihr eine Nachricht schickt, probiert doch irgendwie, ob ihr die Frage könnt in einer Minute stellen, damit wir ein paar Fragen durchnehmen können. Das wäre mega, mega cool. Aber sonst funktioniert das bis jetzt wunderbar. Danke vielmals. Und dann fangen wir doch gerade an mit der ersten Frage, die auch ein bisschen aufbauend ist zu dem, was ich im Finanzfragen 5 erzählt habe. Von dem her passt doch das tipptopp. Hallo, ciao Fabio, ich bin der Dominik aus Zürich. Ich habe eine Frage, ich habe ein Video gesehen über wie viele 3A-Konten. Und du hast gesagt, 5 oder 6 etc. Mich nimmt Wunder, wenn es sich lohnt, ein neues Konto aufzumachen, sagen wir jetzt ab 25'000, weil du kannst irgendwie 50'000 zusammen als Ehepaar rausnehmen. Oder ist es, macht es mehr Sinn, wenn du nicht heiratest, dann ab 50'000 jeweils ein neues Konto aufmachen? Oder wo ist also der Schwellenwert? Merci für deine Antwort. Ciao, ciao. Hey, gute Frage, danke vielmals. Es ist so, das Ziel ist eigentlich, dass die Konten am Schluss, die 5 oder 6 Konten, dass die möglichst gleich gross sind. Und die Schwierigkeit in dem Ganzen ist ja, dass du das Konto startest, dort einzahlst, nachdem zahlst du dort nicht mehr ein, weil du das Konto 2 anfängst einzahlen, aber das Konto 1, wo du jetzt nicht mehr einzahlst, wird ja weiter verzinst. Das ist immer noch investiert und generiert Zinseszinsen und so. Und das hat quasi den längsten Anlagehorizont von allen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Und je nachdem, wie alt du bist und wie lange dein Anlagehorizont halt noch ist, hast du dort mehr oder weniger Geld drauf und zahlst mehr oder weniger lang dort drauf ein. Wegen dem kann ich dir keine pauschale Antwort geben, wie gross das Konto soll sein. Wenn wir es jetzt aber mal losgelöst vom Investieren betrachten, dann gibt es da kantonale Unterschiede, die sagen, bei Verheirateten oder nicht Verheirateten, was es so die Mindestsumme sollte sein sollte, damit es steuertechnisch bei der Auszahlung Sinn macht. Und jetzt zum Beispiel im Kanton Aargau, Aargau kenne ich halt am besten als Lenzburger, ist bei einem Ledigen 30'000 Franken und bei einem Verheirateten Bärli pro Konto 60'000 Franken. Das wäre vom Tarif A und vom Tarif B her die Grösse, die am meisten Sinn macht. Jetzt nochmal, da gibt es kantonale Unterschiede, wie gross die Konten sollen sein. Aber ich sage so 30'000 und dann ein neues Konto eröffnen und dann 60'000 und ein neues Konto eröffnen. Das ist mal eine gute Handgelenk mal Pi, eine gute Anleitung. He. Und was es auch gibt, ist, und da habe ich viel Feedback von euch bekommen, und das ist mir natürlich alles bewusst, es gibt Kantone, wo die Spiele nicht mehr mitspielen, im Sinne von, sie dann alle Konten zusammenziehen und du hast einfach du hast eigentlich keine Steuerersparnis, wenn du mehrere Konten hast. Das gibt es, sind wenige Kantone, die das so machen. Es gibt es, ich weiss es, aber meine Devise ist die, und das müsst ihr euch immer vor Augen halten, wenn ihr Content macht. Content machst du immer für die Masse, das heisst, es muss für die Mehrheit der Personen richtig sein. Solange es für die Minderheit auch keinen Schaden anrichtet. Und ich meine, die Ausgangslage ist die, entweder du wohnst in einem Kanton, wo du 5 bis 6 Konten kannst machen und in verschiedenen Steuerjahren beziehen, hast einen geilen Vorteil. Oder du wohnst in einem Kanton und sagst, hey, ich tue die letzten 5 Jahre zusammenrechnen oder ich tue das zusammenrechnen, dieses, jenes. Dann hast du zumindest mal mit mehreren Konten keinen Nachteil. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Es ist nicht, dass ich das nicht gewusst hätte. Es ist einfach immer die Frage, was bringt dir etwas, was würde dir schaden, wenn ich es falsch würde sagen. Genau. Wegen dem, danke vielmals zu dieser Frage. Einfach, dass wir das nochmal geklärt haben. Und für die investieren, das Ziel sollte sein, dass die Konten alle möglichst gleich gross sind am Ende des Tages. Aber ich kann euch hier leider keine Pauschalanleitung geben, weil es darauf ankommt, wie viel ihr einzahlen, wie lange habt ihr einen Anlagehorizont und so weiter und so fort.
Gut, dann nächste Frage. Hi Fabio, ich bin Laura. Ich habe gerade den letzten Podcast gehört mit der Frage von der Community und bin nachher immer so motiviert, meine Finanzen anzupassen und habe gedacht, ich nutze jetzt die Chance, um dir auch mal zu schreiben. Und zwar habe ich Fragen zu den 3A-Säulen. Ich habe zwei Konten bei Frankly, eins mit 45% Aktien, wo mehr als 10'000 Franken drauf hat, wo etwa seit 1,5 bis 2 Jahren läuft. 45% Aktien, weil ich es damals einfach nicht besser gewusst habe und so ein bisschen auf der sicheren Seite gefahren bin oder wollte fahren. Und ein zweites Konto, das jetzt seit Anfangsjahr läuft, wo ein bisschen 800 Franken drauf hat, mit 95% Aktien. Jetzt meine Frage, soll ich das 45% Aktienkonto wirklich umwandeln in ein 95% Aktienkonto? Oder soll ich es einfach auf 45% weiterlaufen lassen? Was würdest du mir da empfehlen? Dann die zweite Frage ist, du sagst ja, wir sollen... Nehmen wir gerade schnell die erste Frage, wie hoch das Aktienkonto, die Aktienquote soll sein. In meinen Augen, und jetzt einfach, wenn ich deine Stimme höre und dein Bild anschaue, habe ich das Gefühl, du gehörst noch zu der jungen Mannschaft. Wenn du einen Anlagehorizont hast von mehr als 15 Jahren, dann bist du eigentlich in der Regel, statistisch gesehen, gut beraten, eine möglichst hohe Aktienquote zu haben. Und ich verstehe das, dass man eine tiefe Aktienquote hat, weil man vorsichtig ist und die Börse geht nicht nur auf, sie geht auch runter. Das ist eine Tatsache. Langfristig gesehen steigt sie halt. Und so, wenn ich Menschen halt kennenlernen in meinen Hunderten, wenn nicht schon Tausenden Beratungen, die ich gemacht habe, ist, dass wie viel Geld, das du aktuell verlierst an der Börse, spielt eigentlich gar keine Rolle. Schon nur, dass du Geld verlierst, macht den Mensch nervös, oder? Und du wirst auch, wenn du 40% von deinem Vermögen oder 45% von deinem Aktiengeld investiert hast, wirst du an der Börse, in einem schlechten Börsenjahr, Geld verlieren. Das ist Tatsache und das regt dich auf. Es regt dich aber nicht viel mehr auf, wenn du mehr wirst verlieren, weil du 100% in Aktien investiert hast und du dadurch mehr verlierst. Einfach die Tatsache, dass du verlierst, das ist das Problem. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dann können wir eigentlich noch einfacher in die 99% Aktien von einer Säule 3a investieren, weil, ja, es geht aber schießt die so oder so an. Und es geht aber auch wieder rauf. Und das ist ganz, ganz wichtig. Raufgehen, und das wissen wir auch, am Gewinn hat der Mensch lustigerweise weniger Freude, als dass er den Verlust anschießt. Das ist eigentlich mega speziell. Aber der Gewinn ist so viel höher über die Laufzeiten, wenn du 99% Wertschriften hast in deinem 3A, als nur 40% oder noch schlimmer 0 oder noch schlimmer eine Lebensversicherung. Lass mich jetzt einfach mal so verstehen. Und meine Empfehlung ist an dich, ja, du darfst umschichten in die höhere Aktienquote. Und das andere, das, was die meisten eben falsch machen, ist, sie haben eine hohe Aktienquote, die Börse geht runter und nachher stellen sie A, verkaufen oder B, sie stellen um auf eine tiefere Aktienquote. Und das ist beides etwas mega Schlimmes, was ihr machen könnt. Wenn ihr verkauft, dann könnt ihr Verlust realisieren. Wenn ihr umstellt auf 40%, dann sind ihr quasi mit Vollgas abgestürzt, wenn jetzt aber quasi mit der Handbremse angezogen wieder raufkommen. Das funktioniert nicht. Der richtige Weg wäre, antizyklisch vorzugehen. Das heisst, die Börse geht runter und dann tust du dein Konto umwandeln in ein Wertschriften oder du tust dein 40% Depot in ein 99% Depot umwandeln. Das wäre der richtige Weg. Aber antizyklisch, das schaffen die wenigsten. Und auch hier, du nicht auf das abwarten. Das Schlimmste ist, nicht investiert sein. Das heisst, du lieber jetzt das aufgleisen, du monatlich einzahlen in die Säule 3a. Mit der höheren Aktienquote und dann kommt das, wenn ich deinen Anlagehorizont anschaue, mega, mega gut. He? Jetzt, was ist deine nächste Frage? Ich bin 6 3A-Konten haben, deswegen habe ich auch schon ein zweites gemacht, wo alle ungefähr gleich viel Geld drauf haben. Deswegen tue ich jetzt auch alles aufs zweite einzahlen.
Würdest du empfehlen, dass man die alle beim gleichen Anbieter hat? Also eben, ich habe jetzt Heidi Frankly. Oder würdest du empfehlen, dass man dort auch Konten bei anderen Anbietern hat? Wie ist das? Dann noch eine kurze. Gut, also jetzt haben wir nochmal eine Frage, wo wir wieder aufs Gleiche geht wie vorher. Die 5 bis 6 Konten, die sind euch irgendwie hängen geblieben aus dem letzten Podcast. Sehr gut. Und deine Frage ist jetzt aber nicht, wie hoch das die müssen sein, sondern bei welchem Anbieter dass das sollst machen, ob das immer der gleiche Anbieter darf sein. Yes, das darf immer der gleiche Anbieter sein. Das spielt doch keine Rolle, es geht um die Anzahl Konten. Ja. Ich sehe auch kein Risiko bei den Anbietern, weil das Geld ist ja hoffentlich investiert. Also haben wir da eigentlich kein Risiko. Wenn die Börse geht, geht sie für Viag und sie geht auch für Frankly und sie geht auch für Truewealth und wie sie alle heissen. Also das ist eigentlich kein Problem. Ich persönlich habe alles beim gleichen Anbieter. Ich habe es bei der Viag. Eigentlich sind die ersten gewesen. Ich sehe keinen Vorteil bei den anderen. Das sehen wir dann in 30 Jahren, wenn ich pensioniert bin, welches das jetzt der beste gewesen wäre. Der Unterschied wird in meinen Augen marginal sein, von dem her, we don't know yet. Wegen dem, wenn ich jetzt alles beim gleichen, macht es für mich einfach. Ich weiss, App auf dem Handy, schaue es dort an und gut ist für mich. He. Genau, so viel zu dem Thema. Frage, sorry. Und zwar habe ich ein Independent-Konto seit Anfangsjahr gesehen. Du hast mich richtig influenced mit all dem Zeug. Ich kann ungefähr 1'000 Franken pro Monat sparen und investieren. Würde es Sinn machen, das aufzuzählen und zum Beispiel noch zusätzlich Geld in die Saxo Bank investieren, zum Beispiel in einem MSCI World? Oder würdest du jetzt einfach mal die 1'000 Franken beim Independent investieren? Was würdest du mir da raten? Danke vielmals für deine Erklärungen und für deinen Podcast. Ich bin mega Fan. Hey, danke für die lieben Worte, Laura. Jetzt die letzte Frage noch zum Beantworten. Independent und Saxo. Nein, in meinen Augen macht es eigentlich keinen Sinn, dass ihr zwei verschiedene Depots habt. Das ist absolut unnötig. Ein Depot langt. Jetzt, bei 1'000 Franken kannst du dir aber wirklich schon die Überlegung machen, also auch schon bei 400 Franken kannst du dir die Überlegung machen, ob die Saxo Bank nicht einfach die bessere Wahl für dich wäre, weil sie dann schlussendlich, wenn du so viel sparen und investieren, unter dem Strich dann doch günstiger sind als sogar für Independent. Von dem her überleg dir das mal. Plus, du hast natürlich mehr Optionen bei der Saxo Bank. Du kannst Aktien kaufen, du kannst deinen eigenen ETF von Anfang an auswählen und so weiter. Also du hast dort mehr Vorteil. Für Independent ist eine super Sache, nicht falsch verstehen. Du bist halt einfach mega geführt. Und wenn geführt gut für dich ist, dass du investierst, dann super, bleib dort. Wenn du es aber schon erlegt hast, dass du investierst und so viel 1'000 Franken im Monat investieren, wäre die Saxo Bank für dich auch eine Überlegung wert. Dann suchen wir die nächste Frage raus. Hi, Finanzfabio. Danke vielmals für deinen coolen Podcast. Er hat mir schon sehr weitergeholfen. Ich habe jetzt den richtig durchgesuchtet, kann man sagen, weil ich mich gerade im Moment ein bisschen mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen bin. Und jetzt sind mir jetzt ein bisschen zwei Fragen auftaucht. Und zwar zum einen bei der dritten Säule, sagst du ja immer, eben mehrere Konten machen, sprich 6 Konten. Dort habe ich die Frage, ab wann macht es Sinn, ein nächstes Konto aufzutun? Du hast mal gesagt, dass dort dann eigentlich das erste Konto, der mit dem Zinseszins eigentlich am meisten wächst. Und das finde ich ein schwierig zu beurteilen. Mache ich jetzt gerade direkt mehrere Konten und tun da überall ein bisschen reinbüscheln? Oder wie gehe ich dort vor? Dann die zweite Frage ist noch etwas konkreter. Und zwar habe ich ein Sparziel. Ich habe vor, in ein paar Jahren auf Afrika zu gehen, grössere Ferien machen, die wahrscheinlich sicher etwa 10'000 Franken fressen. Dort fange ich jetzt an, dafür Geld auf die Seite schüffeln und habe eigentlich jetzt dort in meinem Neon-Konto in einen Space gemacht, wo mir ja dann wenigstens 0,9% Zinsen gibt. Jetzt habe ich mich aber gefragt, weil das so in 7-8 Jahren erster Fall ist, würde das gleich Sinn machen, das irgendwie anzulegen in einem ETF oder so? Oder sagst du, weil es unter diesen 13 Jahren ist, macht es nicht so viel Sinn?
Danke vielmals, ich bin mega gespannt von dir zu hören. Hey, das mit den Kontern, das ist euch blubben. Super, ich möchte das jetzt nur kurz nochmal beantworten, weil ich es schon beantwortet habe. Deine Frage ist nochmal ein bisschen anders gestellt. Sollen sie gleichzeitig besparen? Grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen, dass ihr die 5 oder 6 Konten sofort unterschiedlich besparen. Das wäre eigentlich ein Weg. Vom Zinseszins her macht es keinen Unterschied. Und da sind immer sehr viele Leute verwirrt. Einfach schnell rechnen. Sagen wir, ein MSCI World macht seine 7% Rendite pro Jahr. Wenn du ein Konto hast mit 100'000 Franken und das 7% gibt, hast du am Schluss 7'000 Franken Zins getroffen. Ja. Wenn du 10 Konten hast, an je 10'000 Franken und das 7% Rendite gibt, hast du am Schluss 7'000 Franken Rendite. Wenn du 100 Konten hast mit 1'000 Franken getroffen und die machen 7% Rendite, hast du am Ende des Jahres 7'000 Franken Rendite. Die Anzahl Konten spielt absolut keine Rolle. Die Höhe des Betrags und der Zins oder die Rendite ist matchentscheid, wie viel das am Ende des Tages rausschaut. Oder rein von dem her könntest du eigentlich alle 5 bis 6 Konten gleichzeitig besparen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, wenn du das Geld rausnimmst, du musst immer das ganze Konto auflösen. Könnte man jetzt argumentieren, hättest du sogar noch ein bisschen Flexibilität, aber wenn dein Seitenkonto nicht ganz lange, dann musst du halt das ganze Konto wieder rausnehmen. Also von dem her, do it. Why not? Spricht in meinen Augen so gesehen nichts dagegen. Dann die zweite Frage. Sparen für Afrika. Finde ich übrigens mega cool, dass du das selber für dich schon als Sparziel definiert hast, weil wenn man ein Ziel hat, kann man auch alles in den Weg leiten, dass man das Ziel erreicht. Und Sparziel, wo du wirklich so kannst sagen, hey, ich möchte 7 Jahre nach Afrika, finde ich ein mega Sparziel. Von dem her, sehr gut machst du das. Jetzt, ja, es sind 7 Jahre, soll man es investieren oder nicht? Wenn wir jetzt rein nach Finanztheorie gehen, dann sagt man ja, also, ja, so ab 13 Jahren und mehr solltest du investieren. Ich als grosser Verfechter und Fan von Investieren und immer Vollgas geben in diesem Bereich, für mich wäre es keine Frage, ich würde das Geld investieren. Also das heisst persönlich, ich würde es investieren. Was du dir Gedanken musst machen musst, ist, wie realistisch sind die 7 Jahre? Das kann von verschiedenen Sachen abhängig sein. Zum Beispiel hast du die 10'000 Franken bis dann zusammen. Wie sieht es bei dir beruflich aus? Kannst du denn überhaupt weggehen? Oder sagst du, hey, dann gehe ich erst recht. Familienplanung, weil habe ich jetzt keine Daten. Sind denn Kinder rum? Kannst du es denn überhaupt noch machen? Das Leben spielt halt einfach in diesen 7 Jahren. Oder? Und das musst du ein bisschen berücksichtigen. Und das ist für mich aber ein Grund zum Investieren, weil plötzlich heisst es, es ist nicht in 7 Jahren, sondern vielleicht in 8 Jahren oder vielleicht sogar in 10 Jahren. Und dann verlierst du nochmal Anlagenhorizont, oder? Und das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, dass du dann gehen willst, wenn du investiert hast, wenn die Börse gerade down ist, oder? Der durchschnittliche Börsencrash geht 14 Monate. Das heisst, maybe müsstest du 14 Monate warten, um noch dann gehen können. Vielleicht hast du das Geld ganz anders zusammen bis dann. Wer weiß? Oder in meinen Augen, ich würde es definitiv schon investieren, weil es doch 7 Jahre sind. Wäre es jetzt nur 2-3 Jahre, würde ich sagen, hey, lass auf dem Sparkonto. Hey. Einfach, dass man das noch ein bisschen Kontext in dem Ganzen drin hat. Aber sonst, spannende Frage. Danke vielmals. Dann die nächste Frage, die wir hier haben. Salut Fabio, da ist der Cyril. Ich bin erst letzte eigentlich auf dich gestossen. Bin mir jetzt deinen Content und deine Podcasts am durchlassen. Und du hast eigentlich mich. Das ist halt, wenn ihr zu spät auf mich kommt, müsst ihr alles auf einmal konsumieren. Sind ihr alle selber schuld? Wegen dem jetzt die Podcast-Folge an 2 Kollegen und 2 Kolleginnen weiterleiten. Weil jetzt müsst ihr nur 130 Folgen nachhören, oder? In einem Jahr müsst ihr dann irgendwie schon 160 Folgen nachhören. Wegen dem. Bitte Podcast gleich weiterleiten an Leute, die ihr wisst, die können auch noch davon profitieren. Ich mache mich mehr. Wir sind investieren zu informieren und so dazu gebracht, dass ich jetzt damit anfangen damit. Jetzt zu der eigentlichen Frage. Du redest viel vom MSCI World ETF. Und wenn man jetzt auf justetf.com da eingeht, MSCI World, kommen ja x Dutzende verschiedene
Jetzt wollte ich fragen, was sind da eigentlich genau die Unterschiede? Was sollte man beachten, wenn man seinen ETF auswählt, in dem man künftig investieren will? Und gibt es da auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern, also iShares, UBS, HSBC und so weiter? Weil in der Performance, oder, sind sie ja einigermaßen gleich. Was natürlich auch Sinn macht, weil alle die MSCI World sind, voilà. Aber hat doch gewisse Unterschiede. Danke dir schon mal im Voraus und ja, freue mich auf weiteren Content. Danke dir. Hey, danke für die Frage. Ist auch eine berechtigte Frage. Unterschiede von ETF, also speziell wenn wir den gleichen Index nehmen wie der MSCI World. Das eine ist natürlich ein thesaurierender oder ein ausschüttender ETF und da musst du dir halt im Voraus Gedanken machen, was hättest du gerne? Hättest du gerne ausschüttende oder thesaurierende? Meine Empfehlung immer, wenn du am Vermögensaufbau bist, nimm einen thesaurierenden. Wenn du von deinem Vermögen leben willst, nimm einen ausschüttenden. Das muss jeder selber wissen, in welcher Stufe dass er gerade ist. Aber das ist sicher mal ein Unterschied. Dann gibt es einen Unterschied bei den Währungen. Du kannst den MSCI World in Schweizer Franken kaufen, du kannst den in Dollar kaufen, du kannst den im Shitcoin von einem Euro kaufen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie das geht. Du kannst aber auch einen gehedgten ETF kaufen. Hedged heisst, du hast eine Währungsabsicherung, zum Beispiel zum Schweizer Franken. Kann zum Beispiel Sinn machen. Die kosten einfach immer ein bisschen mehr. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wo ist das Fonddomizil von dem ETF. Das hat wieder Auswirkungen auf die Steuern. Dann die Fondsgrösse selber. Also, das ist zum Beispiel, du hast vorhin Just ETF erwähnt, was ich euch übrigens auch kann empfehlen kann. Das ist eine super Seite zum ETF aussuchen. Du siehst auch, wie gross ist der Fonds. Und ich habe immer gerne ETF, die mindestens 500 Millionen lieber mehr drin haben, weil dann könnt ihr euch sicher sein, okay, der Fonds hat eine gewisse Größe, das lohnt sich für den Anbieter. Er macht den Fonds nicht gerade wieder zu, dass du dir wieder etwas anderes musst aussuchen. Das ist ein bisschen etwas. Und am Schluss, was natürlich auch sehr, sehr marktentscheidend ist beim Investieren, immer sind Gebühren. Du kannst einen MSCI World haben mit einem Tier von 0,2%, du kannst einen haben mit 0,5% und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viel. Bei den Gebühren gibt es Unterschiede. Oder? Es ist nicht, dass ich sage, du musst den billigsten nehmen, überhaupt nicht. Ich würde wirklich auch noch ein bisschen schauen, wo ist das Fonddomizil. Irland bietet sich da zum Beispiel an. Passt thesaurierend, passt ausschüttend, wie ist die Fondsgröße. Das sind so ein bisschen Sachen, die du musst beachten. Gut, dann nächste Frage, die wir hier haben. Und zwar muss ich die schnell vorher suchen. Das ist die da. Ja, Sali Fabio. Ich habe gerade deine letzte Folge gehört zu diesen Versicherungsberatern. Und ich habe genau solche im Haus gehabt, auch eher junge. Und die haben aber in meinen Augen nicht so einen schlechten Job gemacht. Und hat mir von. Das war auch nicht meine Aussage in dieser Podcast-Folge. Bitte nicht falsch verstehen. Es gibt sehr gute Versicherungsberater. Ich sage nicht, das machen es alle falsch. Hä? Swiss Life eine 3A-Lösung. Eigentlich Offerte gegeben, die für eben eine Invalidenversicherung sozusagen mit halt noch Säule 3a. Und du hast aber jetzt in dieser Folge und auch schon mal in einer älteren Folge, die ich gehört habe, gesagt, dass halt die immer mitverdienen, wenn man etwas abschließt. Und meine Frage ist jetzt einfach, ob ich als Normalo kann ich dann jetzt einfach zum Beispiel zu der Swiss Life gehen und das direkt ohne über die Berater abschliessen. Das wäre eigentlich so meine Frage und halt auch, auf was man müsste achten allgemein bei so 3a IV und Lebensversicherungen. Weil ja, es ist halt immer so ein bisschen eine Sache. Man macht das wahrscheinlich nicht so manchmal und dann will man ja schon möglichst das Beste rausholen und man verbindet sich da auf eine lange Zeit an diesen Vertrag. Ja, das wäre eigentlich so ein bisschen meine Frage. Danke vielmals, wenn du Zeit findest, um sie zu beantworten. Und danke auch, dass du den Podcast machst. Ich bin durch die Independent-Folge auf dich gestossen und es hat mich wirklich richtig davon interessiert. Und es ist einfach sehr, sehr gut, wie du das
auch für normale Leute, die mit dem nichts zu haben, kannst du runterbrechen und auch immer mit deinen Interviewgästen immer die Sachen nachfragst, die ich jetzt zum Beispiel eben nicht checke. Und ja, das ist wirklich gut. Danke vielmals und einen guten Wochenstart. Hey Dominik, danke vielmals. Werde ich fast rot bei so vielen lobenden Worten. Danke vielmals. Hey, jetzt 3A Versicherung, die bekommen alle Provisionen über. Ja, das ist richtig und verstehe mich nicht falsch. Das ist auch nicht per se falsch. Fakt ist halt einfach, wenn ihr sparen bei ihnen, bei der Versicherung, was ihr nicht solltet, haben sie viel die höhere Provision, als wenn ihr nur ein Risiko versichern. Gut. Ob jetzt du kannst zu der Swiss Life an den Hauptsitz laufen und sagen, hey, ich hätte gerne einen Abschluss, aber ohne Versicherungsberater. Ich glaube, A, das funktioniert auch nicht in der Praxis und B, ich glaube auch nicht, dass du wegen dem Gebühren sparst, weil dann geht die Provision einfach irgendwo anders an. Vielleicht im Bonustopf, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass du würdest Geld sparen bei dem. Was du kannst machen oder was du musst beachten, und du sprichst es an, du redest von Risikoleistung, die du gerne abschliessen würdest im 3A, und das kannst du absolut machen. Mir geht es wirklich darum, dass ihr eine saubere Vorsorgeanalyse euch machen lasst. Und wenn du eine saubere Vorsorgeanalyse hast, weißt du, wie hoch ist deine Lücke zum Beispiel bei Invalidität. Und dann kannst du dir eine sogenannte Erwerbsunfähigkeitsrente versichern. Im 3A, würde aber auch im 3B gehen, aber das spielt jetzt für dich keine Rolle, dass du die richtige Höhe hast. Und die Vorsorgeanalyse erstellen, das ist Arbeit. Da muss der Versicherungsberater anhocken. Er muss wirklich ein paar Unterlagen von dir haben, das eintippen im System und nachdem macht er die Berechnung. Logisch, Berechnung macht das System, aber er muss zuerst mal all deine Unterlagen einarbeiten und glaubt mir, so weit sind sie noch nicht, dass sie das einfach einscannen können oder das PDF hineinziehen, dass das picobello funktioniert. Das ist seine Arbeit und nachher muss er dir eine Empfehlung können aussprechen, oder? Und er führt dich ja eigentlich in dem ganzen Beratungsgespräch. Hey, wie viel Geld musst du haben, wenn du Invalidität werden willst? Lange dir die Leistung aus der AV und aus der Pensionskasse? Nein, wie hoch soll es denn sein? Es sagt ja niemand, du musst den ganzen Lohn abdecken. Wenn du zum Beispiel 2'000 Franken sparst im Monat, dann Krankenkassen könntest du sagen, du musst dich eigentlich nur so weit versichern, bis zu diesen 2'000 Franken an, dass du quasi nicht mehr sparen kannst, oder? Und das ist der Job des Versicherungsberaters und für das soll er auch eine Provision bekommen. Da bin ich absolut bei dir. Was er keine Provision soll, also so bin ich bei dir, das ist meine Meinung. Was er keine Provision soll bekommen, ist, dass er dir einfach eine möglichst hohe Sparsumme reindrückt, damit er eine höhere Provision hat. Das finde ich nicht gut, oder? Dass er grundsätzlich eine bekommt, ist gut. Jetzt beim Schweizerischen Kaderverband könnt ihr reine Risikoversicherungen abschliessen und dort, logisch, irgendeine Provision wird im Schweizerischen Kaderverband fliessen, aber von dem her, was ihr zahlt, weil die sind wirklich mega günstig, habe ich das Gefühl, das ist der beste Ort. Aber was dir dort fehlt und was ihr keiner macht beim Schweizerischen Kaderverband, ist die Vorsorgeanalyse. Und die Vorsorgeanalyse ist für mich die Voraussetzung, dass du überhaupt eine Risikoversicherung abschliessen musst. Nicht einfach ins Blaue raus eine abschliessen. Die bereits eine Lebensversicherung haben in der Säule 3a, darf ich hier nochmal Werbung machen für meinen Lebensversicherungscheck. Dann euch das Ding abladen und dann werdet ihr geführt, ob ihr die Lebensversicherung, so wie ihr sie habt, überhaupt noch braucht und wenn nicht, was ihr möchtet mit dem Geld. Meine Empfehlung. Schenke euch hier nochmal 30 Franken mit dem Code Podcast30. Könnt ihr das auf meiner Webseite abladen und spart noch 30 Franken auf den Kurs. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Und dann gehen wir direkt weiter zu der nächsten Frage. Hoi Fabio. Zuerst mal vielen Dank für den tollen Podcast von dir. Ich habe sehr viel lernen in den letzten Jahren und bin sehr dankbar dafür. Bei Bitcoin bin ich schon ein Mühe länger dabei als du und es war sehr spannend, die Weg dort zu verfolgen. Anfänglich sehr skeptisch und mittlerweile denke ich ziemlich überzeugt davon auch. Je mehr dass man sich damit beschäftigt, je mehr schnallt man auch
was eigentlich in unserem jetzigen Finanzsystem schiefläuft mit der ganzen Kreditverschuldung und ja, Konsumgesellschaft, Geldmengenausweitung etc. Ja, und ich komme dort immer wie mehr in Clinch, wieso dass ich nicht alles in Bitcoin einsetze, weil es einfach definitiv das bessere Geld ist. Klar, es gibt immer noch durch irgendein Black Swan Event, wo alles könnte, vernichten könnte. Aber meine aktuelle Meinung ist eigentlich, dass die Chance grösser ist, dass unser aktuelles Fiat-System kollabiert, als dass mit Bitcoin wirklich etwas sehr Grobes passiert. Wie siehst du das? Darfst du dort überhaupt etwas dazu sagen? Ja, nehme ich sehr wunder deine Meinung dazu, auch im Hinblick zum Beispiel auf 3 Jahre. Soll man überhaupt noch in 3 Jahren sparen, auch wenn man jetzt 5% in Bitcoin kann investieren kann? Oder ist es nicht schlauer, diese 7.056 Franken auch in Bitcoin zu sparen? Ja, würde mich sehr wundern, deine Meinung. Merci vielmals und hab einen schönen Tag. All in Bitcoin, ist das der richtige Weg oder nicht, ist die Frage. Hey, es ist eine mega spannende Frage und ich bin voll bei dir. Wenn du dich anfängst mit dem Thema Bitcoin beschäftigen, dann merkst du plötzlich, was alles schief läuft in unserem Finanzsystem und auch in der Wirtschaft selber. Ich habe natürlich, also was ich nicht empfehlen darf, da würde ich von allen Seiten einen Finger bekommen, ist natürlich All in Bitcoin. Wenn mich jetzt mit meiner Bier fragst, wäre meine Antwort natürlich, hey, ich finde auch, jeder sollte Bitcoin haben. Es führt langfristig gesehen keinen Weg daran vorbei, aber ich würde nicht all in gehen. Weil ein Problem, das du ja hast, ist ja immer, das habe ich bei Relay in der letzten Podcast-Folge mit dem Julian Liniger angesprochen, wenn du verkaufst Bitcoin und wenn du verkaufst, bist du ja auch wieder im Fiat drin. Aber du musst ja heute oder Stand heute wirklich können, deine Sachen können zahlen mit irgendetwas und mit Bitcoin kannst du einfach deine Miete und deine Krankenkasse noch nicht zahlen. Vielleicht kommt es, vielleicht auch nicht. Wer weiß? In der Schweiz werden wir länger ein Problem haben, dass wir immer auf Fiat zurückgreifen müssen, weil wir sind einfach immer Ponyhof da mit unserem Schweizer Franken. Natürlich ist ein gewisser Reiz da, wenn man die Performance anschaut von Bitcoin, dass man alles dort drin steckt, das verstehe ich auch, aber ich sage auch nochmal da, Diversifikation. Und wenn du eh schon viel Bitcoin hast, ist die Säule 3a als Backup vielleicht gar nicht so schlecht, dass du dort noch in etwas anderes investieren. Weil denk daran, du investierst ja nicht in eine Währung, du investierst in Unternehmen. Und die Unternehmen, die wird es immer brauchen, egal ob wir Fiat oder Bitcoin haben. Das ist einfach eine Tatsache. Oder vielleicht ist es irgendwann so, dass du alles, dass an der Börse alles in Bitcoin angezeigt wird oder in Sets. Das kann natürlich sein, aber grundsätzlich, du investierst ja nicht in Geld, du investierst in Wertschriften von einer Firma. Wegen dem finde ich, investieren sonst dürfen wir auch. Dass die werden an Kurs verlieren, wenn das ganze Geldsystem würde zusammenbrechen. Ja, bin ich bei dir, aber wegen dem brauchen wir trotzdem noch unsere iPhones, wir brauchen trotzdem noch unseren PC und so weiter, weil irgendwie willst du auch an deine Bitcoin kommen. Also das Zeug wird sich erholen, vielleicht einfach in Bitcoin und nicht in Schweizer Franken. Plus der Black Swan Event übrigens, wo du angesprochen hast, soviel ich weiß, ist ja da, wenn das Internet und Strom und alles zusammenbricht, hey, ja, dann kommst du auch nicht an dein Spargeld, das du auf dem Konto hast. Also das ist jetzt kein Argument für oder gegen Bitcoin, ehrlich gesagt. Sobald das Internet wieder läuft, weiss man auch, wer wie viel Bitcoin hat. Und man weiss auch wieder, wer wie viel auf dem Bankkonto hat. Also das ist jetzt für mich kein Punkt, wo ich mir Sorgen machen würde. Hoffe, das hilft dir weiter. Punkt ist der, du investierst in Firmen und nicht in Währungen, wenn du in Wertschriften investierst. Dann noch die letzte Frage für heute. Wir machen dann sicher wieder mal Finanzfragen-Runde. Hoi Fabio, hier ist Sabine. Ich möchte mich zunächst mal ganz recht herzlich für deinen tollen Finanzpodcast bedanken. Ich habe
seit kurzem erst oder seit ein oder zwei Jahren für mich entdeckt, mich um meine Finanzen selber zu kümmern. Und so habe ich auch deinen Podcast kennengelernt, wo ich schon so viel gelernt habe, mit ganz vielen nützlichen Infos für mich, obwohl ich schon über 50 bin und gar nicht so deine Hauptzielgruppe, ist für mich immer mega viel Interessantes dabei. Vielen Dank. Hier kommt meine Frage. Ich habe also eben, weil ich Anfängerin war, bei meiner Bank noch ein Mandat für meine Vermögensverwaltung eröffnet. Das heißt, ich lasse das für die machen und das ist ja doch relativ teuer. Und jetzt traue ich mir mittlerweile zu, selber bei einer Depotbank ein Depot zu eröffnen und zum Beispiel EFTs zu kaufen oder ein EFT. Und jetzt ist die Frage, wie wechsle ich denn? Denn das ist ja auch mit Transferkosten, glaube ich, verbunden, wenn ich mich nicht irre, wenn ich jetzt von meiner Bank meine Vermögensverwaltung auflösen möchte und zu einer neuen Depotbank, zum Beispiel du machst ja Werbung für die Saxo Bank, transferieren möchte, was würdest du empfehlen? Wie ist das mit am wenigsten Kosten und Verlusten verbunden? Ich danke dir sehr für deinen Tipp. Ciao. Spannende Frage und vor dieser Frage stehen ganz viele Leute von euch, die zu der Saxo Bank wollen wechseln, wie sie das am besten machen. Punkt ist ein bisschen der. Erstens, die Bank, wo du jetzt gerade bist, die wird es auch nicht gerade einfach machen, den Wechsel zu machen. Logisch, es ist nicht verboten, aber sie verstecken es auch irgendwo, dass du das wirklich musst googlen, wie das machst. Wie das mit den wenigsten Kosten ist, kann ich dir pauschal nicht beantworten. Das ist von Bank zu Bank ist das unterschiedlich, wie die das machen. Im Grundsatz gibt es zwei Wege. Das eine ist, du tust wirklich einen Transfer veranlassen. Das heisst, du sagst deiner Bank, wo du heute bist, hey, schick alle Wertschriften, die ich habe, zu der Saxo Bank. Und jetzt gibt es Banken, die dann zum Beispiel pro Position 50 Franken verlangen. Das heisst, wenn du 10 Positionen hast, wird dich das, der Transfer 500 Franken kosten. Da kann die Saxo Bank nicht dafür, das ist die Bank, die den Transfer auslöst, die verlangen die Kosten. Ich habe aber auch schon von Banken gehört, die das 100 Franken ist. Ich habe von Banken gehört, wo das 20 Franken ist. Wegen dem sage ich, das ist so ein bisschen, ich kann dir das nicht pauschal beantworten, das ist von Bank zu Bank, es wird Transferkosten geben. Da ein Tipp an dieser Stelle, sobald du den Transfer veranlassen von deiner heutigen Bank und dass du zur Saxo Bank springen musst, du die Saxo Bank im Voraus informieren, dass da etwas kommt von dir. Weil dann geht das statt 2-3 Wochen, geht dann das plötzlich nur noch 2-3 Tage. Oder? Weil dann kann die Saxo Bank auch für dich nachhaken bei dieser Bank. Hey, wo bleibt das Zeug? Kosten bei der Saxo Bank tust du so keine generieren. Es ist wirklich nur von dort, wo du das Geld schickst, dort werden Kosten generiert. Der zweite Weg wäre, und den muss man sich jetzt, das musst du jetzt gut berechnen, ist, du verkaufst. Nein, muss noch schnell eins zurück. Übrigens, der Vorteil ist, wenn du einen Transfer machst zu der Saxo Bank, kannst du auch angeben, zu welchem Preis hast du welche Aktien, welche Wertschriften gekauft. Das heisst, die Rendite von deinem Portfolio heute tut sie dann bei der Saxo immer noch anzeigen. Also du kannst sagen, ich habe eine Aktie gekauft, Tesla, den und habe 500% Rendite drauf. Wenn du den Einkaufspreis, den du gehabt hast, kannst mitgeben, tut dir das Saxo gerade anzeigen in ihrem Depot und dann siehst du immer noch 500% Tesla gewinnen und hast immer noch Freude, wenn du die Aktien anschaust. Jetzt der nächste Punkt. Du kannst natürlich auch alle Aktien und Wertschriften bei deinem jetzigen Anbieter verkaufen. Das löst Verkaufsgebühren aus, logisch. Und nachher dann einfach das Bargeld überschicken. Also dann tust du von deiner Bank zu der Saxo Bank das Geld überweisen und tust bei der Saxo quasi neu dein Depot aufbauen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir 200 Franken Trading Credits bekommen. Für die, die diesen Weg wählen, dass wir mit diesen 200 Franken eigentlich keine Kosten haben sollten, um ein Depot neu aufzubauen. Weil, logisch, dann kaufst du wieder. Aber bei den Preisen von der Saxo Bank, wie einem Dollar für US-Aktien und US-ETF oder 3 Franken für Schweizer Aktien und Schweizer ETF, kommst du mit 200 Dollar doch extrem weit. Also von dem her, also mit 200 Franken Trading Credits kommst du doch extrem weit. Von dem her, das wäre der andere Weg. Und da musst du jetzt einfach wirklich stumpf angehen und sagen, hey, wie viele Positionen habe ich? Wenn du nur eine Position hast, ist ein Transfer auch das Einfachste. Wenn du 10 Positionen hast, ist ein Transfer auch schwierig. Also wird einfach teuer. Und das andere ist ja, wenn du ja eh schon wechselst, Bank,
kannst du ja mal wirklich hingehen und dich fragen, hey, wie happy bin ich mit meinem Portfolio? Macht es vielleicht Sinn, dass ich einfach wirklich so stinklangweilig investiere, wie es der Fabio immer sagt, kaufe einfach ein MSCI World, nimm eine Schlaftablette und du dort immer einzahlen und wenn du aufwachst, merkst du, du bist reich. Oder willst du jetzt wirklich deine Aktien, die du vor 3 Jahren gekauft hast, weil dir der Hans im Stammtisch gesagt hat, das ist ein super Tipp, wo seit jeher 70% im Minus ist, willst du die immer noch mitschleichen? Das musst du dich halt selber auch ein bisschen fragen. Oder? Nicht, dass du das hast jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das wäre es eigentlich zu meinen Fragen heute oder respektive zu euren Fragen. Wenn du Mehrwert gewonnen hast aus dieser Podcast-Folge, schick es doch an 2 Kollegen und 2 Kolleginnen weiter, damit der Finanzfabio-Podcast exponentiell kann wachsen kann. Und bitte den Newsletter abonnieren, weil die beste Kombination für eure private Finanzen an gratis Content ist genau das. Der Finanzfabio-Podcast, der euch aufklären und euch zum Nachdenken soll anregen soll. Und dann haben wir den Finanzfabio-Newsletter, der dir einmal im Monat sagt, was du zu tun hast in diesem Monat, damit du eben auch ins Umsetzen kommst. Weil wenn du mir immer nur zulässt, ist das zwar schön und eine nette Geste, es bringt dir aber wenig. Was dir bringt, ist Umsetzen. Und für das ist der Newsletter da. Das ist also die beste Kombo, die es gibt. Du den unten noch verlinken. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und bis bald.